Ja, wir sind in Mexiko pünktlich gelandet. 5 Uhr früh, Mexiko-Stadt. Und fällt euch irgendwas auf? Ja, wir haben leider kein Gepäck. Das ist von Madrid nicht mitgekommen nach Mexiko. Und hier ist richtig was los. So, wir sind angekommen in Puerto Vallarta. Mit dem Flieger da hinten, sieht man den? Da ja. Ist er. Wie lange waren wir unterwegs? 24 Stunden. 24 Stunden. Und schon sind wir in der Wärme. Und kein Gepäck. Kein Gepäck. Das kommt hoffentlich morgen. Ja, wir werden sehen. Wir werden berichten. So, wir sind angekommen. Da die Limelight schwimmt. Warum sollen wir denn stehen bleiben? Sollen wir rüberschwimmen dann? Da oder wie? Ist sie. Die Deutschlandfahne ist auch noch okay. Super. Und hier in der Marina Puerto Vallarta. Ja, schau mal einer, guck wer da kommt. Hoffentlich könnt ihr das auch sehen. Aber da kommen die Deutschen und seht euch an, wie blass die sind. Die sehen ja aus wie richtige Deutsche. Mensch, das ist ja schön. Hast du eine verstopfte Nase? Ja, irgendwie Klimaanlage. Unser erstes Frühstück in Puerto Vallarta. Auf der Limelight. Ja. Annette, wie hast du geschlafen? Das ist wie ein Stein. Super, es war schön, 27 Grad. Richtig kalt. Und heute Morgen gibt es hier richtig selbstgemachte Brötchen, Eier, Melonen. Also jetzt lassen wir uns überraschen, wie das schmeckt, ne? Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, sind wir zu viert auf der Limelight. Ich darf mal kurz vorstellen. Das ist Lilith. Hallo, brauchst du das noch? Das ist die Freundin von unserem Sohn Glenn. Und der erste Einkauf. Ist ja krass. Aber ist irgendwie nicht so viel. Sieht gar nicht so nicht viel so aus. Viel. Aber immerhin 7.300 Pesos. So, hier unten sieht es noch gut aus. Die Annette freut sich schon, das gleich alles einräumen zu dürfen. Ja, mein Kästchen, endlich. Dienstag, Mittwoch, das ist uns egal. Dein Geburtstag kommt im Jahr doch nur einmal. Darum lasst uns feiern, dass die Schwarte kracht. Heute wird getanzt, gesungen und gelacht. Heute wird getanzt, gesungen und gelacht. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Zack, zack, zack. Aber gib nur einmal Geschenke. Also. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Liebe, gute Gesundheit, Frohsinn, Spaß, Erfolg. Alles, was du dir wünschst. Dankeschön, Dankeschön. Kann man nicht die Geschenkübergabe auch schon machen? Ja.
Ne, ich schließe mich dem an, ne? Oh, nicht in seine Kaffeetasse. Das, das wäre es jetzt noch. Ja, bitte. Also wie ihr mitkriegt, der Glenn, der hat heute Geburtstag. Und das hier in der Marina Puerto Vallarta. Und jetzt werden gleich Geschenke ausgepackt. Oh, sowas gibt's auch. Dann das Lübecker Marzipan, das ist für den Papa. Nein. Nein, da drunter. Ich hab ein neues Handy bekommen. Oh. Voll geil. Dankeschön. Ja, bitteschön. Da bin ich ja doch erreichbar. Dann mal den hier. Ah, super. Hast du dir ja auch schon lange gewünscht. Tolle Farben. Ja, anziehen, ne? Was, ein Poncho? Ein Poncho. Ja, den braucht man. Heute sind nämlich nur 25 Grad gewesen heute Nacht. Es sind richtig gefrisch. Tada! Ah! Gibt es da einen richtigen falsch rum? Nee, ne? Da gibt es keinen richtig und keinen falsch rum. So, der Glenn geht jetzt hier schön in der Marina tauchen und sucht das Grillrost, das zum Saubermachen irgendwie auf dem Grund versenkt wurde. Und beim Hochkommen nicht den Kopf stoßen. Das knickt, da siehst du nix. Siehst du nix. Aber das Gaff bitte. Ach, wo hab ich den? Beim Hochkommen nicht den Kopf stoßen, ne? Ja, ich versuche mein Bestes. Aber ich habe eben gerade nur ein ganz leicht Licht schon mal gesehen. Also nichts Boden, nichts Schiff. Wie immer. Wir fahren also raus aus der Marina. Erste Tour für seit 2,5 Monaten. Also für euch. Da hinten liegt heute nur ein Kreuzfahrtschiff. Gestern waren zwei hier. Also ich finde sie nicht so toll, die Marina. Es war riesig groß, kostet für unsere 40 Fuß 28 Dollar die Nacht. Sehr viele Touristen, überwiegend natürlich Amis und Kanadier. Obwohl die Saison ja noch gar nicht begonnen hat. Das wird ja jetzt erst losgehen. Hunderte von Hochseeangler. Kein Wunder, dass hier kein Fisch mehr gibt. Ja, und da ist die Ausfahrt in die Bahia de Banderas. Heute geht's nach Santa Cruz. Dort hoffen wir dann auf ein Geburtstagskaffee und auf einen schönen Abend. Geburtstagskaffeevorbereitungen. Sieht's aus? Kriegen wir es noch hin bis zum Kaffee? Ja, ja. Bestimmt. Die letzten Tage gab es ja auch immer um 17 Uhr Kaffee. Genau. Ja, also es gibt Geburtstagskaffee. Und die Dorothea haben wir auch wieder gefunden. Und ich hatte das hier alles eingebaut. Oh, Dingi fahren, Dingi fahren. Nicht Dingi fahren.
Wir sind auf dem Weg und wollen unsere Gas- und Benzintanks füllen. Nicht so einfach, weil wir panamesische und europäische Anschlüsse haben. Wir haben jetzt aber einen Tipp gekriegt bei Sony Gas in Mezcales. Und jetzt suchen wir uns ein Taxi, was uns dann dahin bringt. Ja, die Lilith kommt uns abholen. Die erste Standalone-Dingy-Fahrt. Ja, der Hammer. Also, wir sind hier in eine Geburtstagsparty reingeschneit. Das ist Pamela. Und es gibt jetzt Birthday Cake. Und Margaritas gibt es. With strawberries. Oh. Well, I guess you want me to. Oh, it looks good. However you want to do it, it's your birthday cake, dear. I used to be. Just I'm watching you with that knife. Oh my goodness. Sieht aber auch gut aus. Ah, see. For we. It's an ice cake, eh? It's beautiful, isn't it? Yeah, it's beautiful. Oh, it is. Thank you, my darling. It's self-made or? I love you. Yeah? Professional made. Oh, okay. Yes. Wir sitzen schön jetzt da am Lagerfeuer mit vier Mexikanern und es ist Vollmond. Das ist unsere Vollmondparty. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir tanzen können, aber leider gab es hier nichts in der Nähe. Yeah, they're all crazy. And there's a lot of little things, like you can do, like you can make them a number and just ask about the numbers. It's like check the two numbers between you. They are okay. Der erste Einkauf wird weggebracht. Ah, schon entspannt, wenn man zwei noch dabei hat. Ja, das stimmt wohl. So Leute, heute gibt es wieder die berühmten Garnelen à la Annette. Haben wir heute frisch auf dem Fischmarkt gekauft. Die gibt es natürlich mit Knoblauch, Zwiebeln und zusätzlich noch die berühmte Knoblauchbutter von meiner Frau. Und das ist sie, meine Frau. Ich kann gerade nicht, ich muss wenden. Ja, die muss sich konzentrieren, damit das auch genau im richtigen Moment aus der Pfanne kommt. Ja, also ich würde jetzt ja gerne hier das Rezept geben, aber das würde jetzt das Video sprengen. Wenn jemand wissen will, wie das geht, schaut einfach auf unsere Webseite und gibt in den Gästekommentaren die Frage ab. Annette wird sich dann melden. Alle warten sehnsüchtig. Endlich dieses leckere Mal sich einzuverleiben. Hier ist heute ein Großrheinschiff angesagt. Wieder mal ein bisschen Schimmel befreien, die Limelight im Salon und auch da vorne im Bad. Es blitzt und blinkt schon wieder alles. Oh, und hier ist Annettes neuer Sortierer. Ah, sieht der nicht gut aus? Bist du denn zufrieden? Ja. Oh, das ist schön. Alles das gut. Ja, mit der Gasflasche, das hat übrigens funktioniert. Das ist hier also eine panamesische. Und da haben die einfach oben jetzt hier ein anderes Ventil reingeschraubt.
Die blauen Gatzflaschen sind nicht möglich hier in Mexiko oder auch in Panama zu füllen. Nach 5 Jahren müssen wir jetzt mal unsere Sprayhood ein bisschen nachnähen lassen an den Reißverschlüssen. Ansonsten also eine super Arbeit von dem Schneider in Badalona bei Barcelona. Bis jetzt total dicht, sitzt super, auch die durchsichtigen Scheiben sind perfekt. 2. Tag, rein Schiff, alles wird entschimmelt, neu sortiert. Da vorne wird sogar unten die Bilge gereinigt, wo 100.000 Cremchen und Sälbchen liegen. Es ist ein herrlicher Segeltag. Einige genießen das hier in der Koje, weil es hier so schön kühl ist. Und draußen ist keiner, nur der Michael. Und der ist jetzt hier gleich in Punta Mita am nördlichen Ausgang der Bahia Banderas. Da drüben wollen wir hin. Noch 2 Meilen. Ja, und der Plan war eigentlich, dass wir dann morgen oder übermorgen weiter Richtung Norden ziehen. Aber leider kommt wieder ein Hurrikan, der jetzt hier in 4 Tagen hier vorbei oder reinzieht. Das warten wir mal ab, schauen mal, wie sich der entwickelt, und dann fahren wir entweder wieder zurück nach La Cruz oder irgendwo, wo es geschützt ist. Wir haben auch eine neue Anker-Crew jetzt mit Lilith, die schon perfekt ist im Ankern. So sieht das aus, hier, wenn der Anker fällt. Er fällt nicht so richtig. Fällt irgendwie gerade nicht so richtig. Nee. Ja, weil es nicht so tief ist, ne? Ja. Und, aber wir vermuten mal, die Lilith hat das hier voll im Griff. Heute gibt es Apple Ananas Crumble mit Kaffee. Ah, und die sehe Cappuccino. Wenn wir der genug Milch haben. Aufschäumer arbeitete. Nee, der hat alles gegeben, um hier zu schäumen. Hervorragend. Und das hier in Punta Mita. Bei herrlichstem Sonnenschein und glasklarem Wasser. Oh, hier ist super Milchschaum. Vater wollte Milchschaum. Dann nimmt er auch, ja. Oh, ist weniger Schaum unten. Ja, muss ich. Kann ich nur aufteilen. So, jetzt kommt das Ding aus dem Ofen. Oh, ja, der muss raus. Das sieht ja geil aus, ey. Jo! Yay! Hallo Lilith! Und Glenn! Meine Mama hat ein Haustier für uns gefunden. Oh. Die anderen haben das nicht gewaschen vorher, ne? Ein kleiner süßer Gecko. Oh, hey! Ich will Glenn! Hallo! Oh, das ist so süß! Bitte, Glenn! Und jetzt geht's endlich los. Wir verlassen die Bahia Banderas Richtung Norden. Wir wollen nämlich in die Sea of Cortez. Heute ist der 25.10. 12 Uhr. Mit Wahnsinns-Speed. Warp-Geschwindigkeit. 4,1 Knoten Wind, 1,5 Knoten Fahrt. Geht's aus der Bucht raus. Wo sind wir?
Das ist die Marina La Cruz. Ich glaube, heute soll es Fisch geben. Deswegen sind hier die beiden Profifischer, ach nee, Angler am Werk. Was erwarten wir? Kein Pufffisch. Okay, kein Pufffisch. Träger. Leckeres, ja. Träger, okay. Ja, leider haben wir da uns irgendwie ein Fischernetz eingefangen. Weiß auch nicht, dass das voll schlägt, ne? Oder umkippt, dann sind unsere Schuhe nämlich auch noch weg. Kommt nicht an das Seil ran. Doch. Komm da ran, aber jetzt werden wir gerade schnell. Wir könnten ja drehen. Ich hab's. Hier sind wir. Ja, aber wo holen wir die Eier raus? Schneid einfach ab. Schneid ab. Heute versuchen wir in San Blas einzulaufen. Dies ist die Einfahrt, das ist ein sehr flacher Fluss. Angeblich sollen wir es schaffen, wenn wir uns nicht ganz rechts, sondern mittig rechts halten. Alle Mann sind gespannt, was jetzt läuft. Jetzt gucken wir mal in die Gesichter. Erwartungsvoll. Schön festhalten beim Aufsetzen. Schön festhalten, sie hält sich in ihren Hüften fest. Wieder 4 Meter, wir hatten kurz 1,60. Es ging kein Rucken durchs Boot, also easy. Und rein geht's. Wir sind drinnen. Hier vorne sieht man auch richtig schön eine Sandbarre. Hier rein. Und ziemlich weit in die Mitte auch. Ich nehme mal an, dass die hier vielleicht sogar echt den Sand raus. Das könnte schon so rauspumpen irgendwie über dieses Riesenrohr hier. Und hier sieht man, es ist wahrscheinlich sogar noch zu flach, dass die Boje gerade steht. Sehr, sehr interessant. Ich habe auch schon Platz genommen, damit ich hier nicht von Bord falle. Sehr enge Durchfahrt. Das wird man wahrscheinlich auf dem Video gar nicht so sehen können. Aber da vorne sind auch eine rote und eine grüne Boje. Da müssen wir dann durch auf jeden Fall. War ziemlich beruhigend. Da hinten in der Marina, da liegen noch andere Segelboote. Das heißt, irgendwie müssen die da ja auch reingekommen sein. Ist ja gerade High Tide. Weil sonst ist es, glaube ich, generell unmöglich. Fischer, Linchens gibt es hier auch, den Jorge M. Dos und ein Armee-Boot. Ganz viele Palmen. Oh, hoffentlich fallen alle unsere Pocken ab. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da liegt ein Mast. So schief im Mast. Das ist natürlich schon mal vertrauenserweckend. Kurzer Zwischenreport. Ja, Gott sei Dank haben wir die Barre geschafft. Die Anzeige war aber 1,60, aber wir hatten irgendwie keine Grundberührung. Und jetzt den Rest des Channels ist es so zwischen 3 und 5 Meter. Easy. Keine dolle Gegenströmung. Aber leider 15 bis 20 Knoten Wind. Das wird spaßig beim Anlegen. Genau. Angekommen.
Hat geklappt. Erste Flusseinfahrt der Limelight. Il a droit pour tout et m'a fait autant de mon la voix.